Verkehrswege zerschneiden unsere Naturlandschaften. Wildunfälle sind eine Gefahr für Mensch und Tier. Die Errichtung von Grünbrücken senkt die Zahl der Unfälle signifikant. Wobei, isoliert in der Landschaft helfen Grünbrücken wenig. Korridore sind nötig, um die Tiere an die Querungshilfen zu leiten. Die Grünbrücke liegt bei mir in der Försterei und wir haben im letzten Jahr eine ganze Reihe von Maßnahmen hier durchgeführt. Zum Beispiel haben wir hier auf der Negernbödler-Seite eine sehr intakte Heidefläche und wir haben auf der Kiebitzholmer-Seite, auf der anderen Seite der Autobahn, auch eine Heidefläche. Und jetzt geht es halt darum, dass entsprechende Käferarten, also auch kleine Tiere, über die Grünbrücke kommen. Dafür haben wir in den Wald entsprechend 40 Meter breite Schneisen geschlagen, dass dann die Sonne dorthin scheinen kann und diese Tiere dann dort wandern können. Zudem wurden Waldflächen stillgelegt, wobei fremdländische Baumarten entfernt wurden und ausschließlich heimische Laubbaumarten erhalten blieben. Dieses Vorgehen war notwendig, um Waldkäferarten den Weg zu erleichtern. Um die Funktion dieser Rodung zu überprüfen, dokumentieren Biologen der Universität Kiel die Ausbreitungsfortschritte bestimmter Tierarten. Mein Name ist Jörn Krüttgen, ich bin Doktorand an der Uni Kiel am Institut für Natur- und Ressourcenschutz und wir untersuchen, inwieweit die Grünbrücke Kiebitzholm von Tieren angenommen wurden. Da haben wir eigentlich alle Tierarten untersucht, vom Hirsch bis hin zur Heuschrecke. Darauf aufbauend ist dann das Projekt der Holsteiner Lebensraumkorridore entstanden. Im Rahmen dieses Projektes wurde ein Sandstreifen in der Mitte der Grünbrücke angelegt, um die Spuren der Tiere erkennbar zu machen. Außerdem wurden Überwachungskameras installiert, welche den Erfolg der Brücke dokumentieren. Sogar tagsüber, wenn auf der Autobahn viel Verkehr ist, herrscht mittlerweile ein reger Wildwechsel. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass bereits erste Fortschritte gemacht wurden. Der Warzenbeißer breitet sich auf dieser Fläche aus. Zudem wurden Kleingewässer für Amphibien angelegt, die auch jetzt sukzessive nacheinander in den Jahren von den Amphibien angenommen wurden und diese dort laichen und sich somit in Richtung der Querungshilfen an die Autobahn ausbreiten und dort dann Querungsereignisse wahrscheinlicher werden. Außerdem wurden von den Biologen Matten ausgelegt, um die Ausbreitung bestimmter Kleintierarten nachweisen zu können. Diese werden regelmäßig angehoben, da sich die Zielarten gerne darunter verkriechen. Für viele Insekten, Amphibien und Reptilien sind die Lebensraumkorridore eine große Hilfe, sich auf natürlichem Wege auszubreiten. Kröten legen zum Beispiel jährlich weite Strecken zu ihren Geburtsgewässern zurück. Waldeidechsen halten sich gerne auf Altholz und Sandboden auf, weswegen diese Biotope hier ebenfalls angelegt wurden. Zudem ist an der Grünbrücke eine außergewöhnliche Vielfalt an Pflanzen vertreten. Auch relativ seltene Arten, wie Heidenelken, sind dort mittlerweile zu finden. Durch diese Vielfalt werden viele verschiedene Insekten angelockt. Durch Grünbrücken ist es isolierten Wildpopulationen wieder möglich, sich miteinander zu vermischen. Nur wenn sich Tiere und Pflanzen uneingeschränkt verbreiten können, kann die biologische Artenvielfalt erhalten bleiben. Besteht diese Möglichkeit nicht, können Inzucht und Aussterben ganzer Arten die Folge sein.